Hallo meine Süßen, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal heißt es, eure Fragen, meine Antworten, legen wir los und viel Spaß dabei. Frage Nummer 1 ist, wieso hast du mit YouTube angefangen? Bei der Frage musste ich überlegen und es gab nur eine Antwort für mich und zwar, weil ich es liebe, wirklich zu singen, wie ihr bestimmt auch schon unten sage ich schon, in anderen Videos von mir gesehen habt. Ich liebe es zu singen und einfach nur um zu singen und es mit der Welt zu teilen. Die Frage 2 ist, seit wann hast du den Kanal? Und da habe ich jetzt schnell nachgeguckt. Und zwar habe ich meinen Kanal seit dem 18. September 2011. Also schon eine ganze Zeit und ich habe kaum Videos hochgeladen. Warum, das weiß ich selber nicht. Die dritte Frage ist, hast du bestimmte YouTuber als Vorbild? Ja, und zwar 3 Stück. Sammy Slimani, Bibis Beauty Palace und Alicia Marie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und dann geht's weiter. Und die nächste Frage ist, einen Moment. Ich habe die Fragen hier noch gerade geöffnet in der YouTube-App. Yay, ich bin super vorbereitet. Was bedeutet die Freundschaft? Mir bedeutet Freundschaft so viel, also wenn man eine richtige Freundschaft hat, dann kann man da auch echt wirklich drauf bauen. Und leider gibt es solche richtigen Freundschaften zu wenig. Wie lange kennst du deine beste Freundin? Ja, wie lange kenne ich die jetzt? Ich kenne sie jetzt 14 Jahre. Ja, 14 Jahre. Was verbindet euch? So viel, wir haben so viel durchgemacht. Ich war für sie da in einer schweren Zeit, sie war für mich da in einer schweren Zeit und wir sind immer voreinander da, haben immer was zu quatschen. Wir sehen uns Monate nicht und finden dann doch wieder zusammen. Wenn ihr wissen wollt, wer meine beste Freundin ist, den Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, die nächste Frage ist jetzt, gibt es besondere Dinge, die ihr gemeinsam erlebt habt und die euch zusammenschweißen? Habe ich ja gerade erzählt, gute und schlechte Zeiten so. Und ich würde sagen, das schweißt einen schon richtig zusammen. Die nächste Frage ist, hast du schon mal einen guten Freund verloren? Ja, es ist eine lange und traurige Geschichte und kann man auch nichts dran ändern. Die nächste Frage ist, wie bist du auf YouTube gekommen? Keine Ahnung, ich habe früher, als ich in der Grundschule war, immer so YouTube-Videos geguckt. So immer so Musikvideos, Katzenvideos und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ey, machst du es auch? Die nächste Frage ist, was ist dein Lieblingseis? Spaghetti-Eis. Und die nächste, was ist dein Lieblingsfilm? Ich habe jetzt gar nicht so viele, also ich gucke jetzt nicht so viele Filme. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich definitiv sagen, What a Man von Matthias Schweighöfer. Generell alle Filme von Matthias Schweighöfer. Die sind alle toll. Das nächste ist, was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Singen, tanzen, Freunde treffen, Videos drehen. Ja, Videos schneiden. Ja, das war's. Wo gehst du gerne weg? Also ich vermute mal, das soll heißen, wo gehst du gerne hin? Ja, raus in die Natur. Aber es gibt auch Tage, da will ich einfach nur in meinem Zimmer sein. Oder halt mit Freunden gerne mal ein bisschen feiern. Was hast du für eine Sportart ausgeübt? Ihr werdet jetzt bestimmt lachen, aber ich habe eine Zeit lang Rock'n'Roll getanzt. Dann wirklich Gardetanz in der Karnevalstruppe. Yay, ich war Funke-Mariechen. Und dann wieder Rock'n'Roll und momentan so gar nichts. Wie war dein schönster Urlaub? Schön. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt auf diese Frage antworten soll. Die verbindet sich aber jetzt direkt mit der nächsten. Und zwar, wo war dein schönster Urlaub? Mein schönster Urlaub war in den Osterferien. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Ja, okay, doch. Da war ich mit meinen Eltern einen Tag in Holland und ich fand es super.
Wasser war zwar ein bisschen kalt, ich war nur mit den Füßen drin, aber ich habe mich gefreut, wie so ein kleines Kind. Ich bin auf den Strand zugerannt und habe gesagt, yay, Strand, Urlaub. War zwar nur ein Tag, hat gut getan. Ich habe da so ein paar Bilder gemacht. Wenn ihr die sehen wollt, zeigt es mir doch einfach mit einem Daumen nach oben oder schreibt es mir in die Kommentare. So, und ich würde jetzt sagen, die letzte Frage in diesem Video ist, wen ich am meisten hasse. Das sage ich jetzt nicht, aber ich sage, was ich am meisten hasse. Und das ist, wenn man die ganze Zeit nur lügt. Ich hasse es, wenn man ohne Spaß, wenn mich jemand anlügt und ich finde das dann heraus, ja. Das hasse ich sowas von. Was hasst ihr am meisten? Das ist meine Frage an euch. So, das war es jetzt auch schon mit eure Fragen, meine Antworten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weiter solche Videos haben wollt, schreibt mir eure Fragen jetzt hier unten in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!